Hello, buenos días, dobrý deň, bienvenue, zdravstvujte. Hello, welcome to a new stream. Thanks, Eric, for the 20 T-Fuel. Thank you, thank you. Unreal Engine. Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Yes, we know. Okay, another day. Let's look. This is a great game. Let's start. Oh. Wo ist er? Da. Okay. Back in business. That's right. Did I came from here? I don't know. Deactivated. Every time I see my mirror picture, I get scared. Every time. So. Who is here? Hey Kosti? Hey LX Kamikaze? Hello Eric? How are you guys? How was your day? Bitte tragen Sie im Weiteren Ihren Vor- und Nachnamen ein. Benutzen Sie eine neue Zeile für jedes persönliche Einchecken mit dem gleichen Besuchszweck. Bis zu maximal drei Personen auf einmal. Wichtig, der Name in der ersten Zeile muss mit dem Namen des Unterzeichneten übereinstimmen. Bla 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 bla. Okay. What can we also inspect? Not much.
Okay. Let's start with something. I think everyone needs a coin buff. Holy shit, it scared me. Was ist ein Staubsaugerroboter? GG, Erik. Ja, your coin buff. Extraktion von Mondgestein. Helium 3 Umwandlung. Reaktorkapazität bei 9%. Ganz nah dran. Na los, Alex. Willkommen bei Tombo. Wer sind Sie? Sarah. Sarah Baker, vormals bei Pearson stationiert. Sie arbeiten hier? Tat ich mal. Ich bin Isaac. Isaac? Mr. Johansson? Wo sind die anderen? Ich dachte, alle wären... Ich bin allein. Was tun Sie hier? Alle weg? Ich bin wegen des MPT hier. Vergessen Sie es. Sie haben den Hauptrechner gesperrt. Kein Systemzugriff. Ich bin Softwareingenieurin. Vielleicht kann ich... Was war das? Der Reaktor. Der Treibstoff geht aus, aber die Energie sammelt sich noch darin an. Und ohne den MPT kann sie nirgendwo hin. Wenn das nicht aufgehalten wird... Sie sind Software-Ingenieurin? Kommen Sie! Hey, warten Sie! I'm a Software-Engineer. I can hack your system. Die Ankunft der verlassenen Tomburg-Anlage erfährt Sarah, dass der Reaktor aktiv ist, aber der Brennstoff zu nahe geht. Okay. Wake up. Graf, welcome. Thanks for the follow. Dum, 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 dum. Hier installieren. Okay, not much here. Ah, bla bla bla. Nothing important, I think. Moon Man, the movie. Tom Lockers.
Reaktorkapazität bei 9%. Okay. Ganz nah dran. Na los, Alex. Willkommen bei Tombo. Wer sind Sie? Sarah. Sarah Baker, vormals bei Pearson stationiert. Yuppie. Mega leck. Toilet Room. Nothing special. Hey, wake up. Hey, friend of Graf, thanks for the follow. By the way, it's not allowed to have two accounts. Just for your info. Dead bodies. I see dead bodies. This is the end. What? I see. Can I interact from here? No. What? Can we jump on it? No idea. We shoot something?
Come on. Why? This is the only way, I think. Maybe I'm stuck. No way. Okay. Easy. Kontrollzentrum, da müssen wir hin. Hallo Xian Lin, welcome. Gierig. It's your lucky day. Der MPT überträgt Energie vom Mond auf die Erde. Der Mikrowellenenergietransmitter. Gefüllt mit Helium-3, das auf dem Mond abgebaut wird, generiert Energie innerhalb des Fusionsreaktors und sendet sie kabellos an den Empfänger auf der Erde. Während es mehr als ein Jahrzehnt gedauert hat, bis der RPT fertig war, reißt das Energiesignal schnell von der Mondkolonie 2 auf die Erde. Die World Space Agency glaubt, dass der RPT ausreichend Energie aus dem Fusionsreaktor der Kolonie übertragen kann, um etwa 20% der Weltbevölkerung zu versorgen. Wird erwartet, dass dieser Prozentsatz schnell ansteigt. In den nächsten Jahren könnte der MPT die ganze Erde mit Strom versorgen, sagte Dr. Isaac Johansson, der leitende Wissenschaftler der Agency. Die Erde wird nie wieder im Dunkeln tappen. Das waren wir, haben es geschafft, sagt er. Ja, da liegt er bestimmt. Dead bodies everywhere.
I don't understand French. That's it's the only way. Okay. Dead. Besides this window, please. Okay. We need to go there. But how? Crash? What? Unreal Engine 4. Crash Reporter. Send and close. Im Crash. Schienen die Rohstoffe. We know.
No! Let me through this. Next. Okay. No chance. Dang. This is not so easy. Can hop on this. Yeah, maybe that's the way. Maybe that's the way. Jaben, hello, welcome. Find einen anderen Weg, um die Chorquartiere zu verlassen. Not so cool. Und daneben lagen Leichensäcke. Was ist passiert? Jetzt ist keine Zeit. Sie kannten diese Leute. Genug! Sie haben keine Ahnung, wovon sie reden. Genau, die habe ich nicht. Keine Ahnung, weshalb der MPT aus ist und warum die Kolonie über Nacht verschwand. Reaktorkapazität bei 8%. Das Wichtigste ist der Reaktor. Hier wurden unsere Leute getötet, Isaac. Es hätte nicht so kommen brauchen. 8%. Hätte sie alle gerettet. Indem sie alle zusammenpacken und die Erde verlassen? Das war ein schrecklicher Plan, selbst für MacArthur. Outward hat uns zum Sterben zurückgelassen und sie schert es nicht einmal. Wagen Sie es nicht. Ich habe mein Leben der Erde gewidmet, selbst nachdem meine Frau dort umgekommen ist. Meine Tochter ist noch auf diesem Drecksfelsen. Wie konnten Sie sie zurücklassen? Weiß sie es überhaupt? Hallo, Noi. Schauen Sie, noch ist Zeit, das in Ordnung zu bringen. Xianlin. Wir reparieren den MPT.
Sie wären ein Held. Sehen Sie sich um, Miss Baker. Hier gibt es keine Helden. Die sind fort. Und jetzt Bewegung. This audio message don't help much. What the? Ah, okay. It's activated now. Okay, okay. I see. Okay, this really don't helps. Now I understand. Offline. Now I understand. Oh no. No. No one is here. Go away. Maybe think we can do it from top.
Okay, great. What we put here? Yeah, something is wrong with data. Video was freezed. I don't understand French, Xianden, sorry. I cannot understand you. But I don't think my graphics card is the problem. I have 60% load on the graphics card. I think it's Zeta having hiccups. Anything heavy here? No. No. Oh, dang. This is harder. No. Get somewhere. I have another idea. Maybe we can do something from here. Or from here? Or from here? What? This is not possible.
is also not possible. Maybe we can jump here? No. Dang. So I have to go this way. We have no other chances. We have to go this way. From here we cannot push something. Ich hätte nicht gedacht, dass du Comics magst. Sie erinnern mich an die Heimat. Wofür wir das hier machen. Reaktorkapazität bei 4%. Mein Bruder liebte Moonman, weißt du? Er lebte in diesen Geschichten. Er wurde krank geboren. Unheilbar. Als ich zur WSA ging, dachte er, ich würde ihn im Stich lassen. Aber ohne den MPT-Strom hätte die Klinik nie seine Behandlung aufrechterhalten können. Nur so konnte ich ihm helfen. Auch wenn er mich dafür hassen würde. Wir wollen ihnen helfen. Denen, die wir lieben. Was immer nötig ist, damit sie sicher leben können. Selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch. Ich brachte meine Tochter Kathy her. Sie liegt jetzt im Kryoschlaf. Isaac? Du sagtest, deine Tochter lebt auf der Erde. Das ist Claire, meine andere Tochter. Wir reden nicht mehr miteinander. Schlaf etwas. Wir probieren es morgen weiter. Okay. GG, Xuan Lin.
Ah, Space Shower. Showering in a Tube. Eine Weißwandtafel, die verdächtig im Männerzimmer versteckt ist. Männerzimmer? Enthält eine Reihe beunruhigender Berechnungen. Isaac Johanssons Ergebnisse lassen eine ernüchternde Schlussfolgerung erkennen. Angesichts der Produktionskapazität des Reaktors und der begrenzten Menge an Helium-3 auf dem Mond kann der MPT den aktuellen Energiebedarf der Menschheit nicht decken. Die Menschheit müsste sich ändern. Okay. Jetzt check the other rooms. Bemüht, seine Mission zu erfüllen, reizt der Astronaut einen schlafenden Riesen und als seine gefährliche Reise einen erstaunlichen Höhepunkt erreicht, findet er heraus, dass manche Riesen dort beginnen, wo andere reisen. Okay. Acht, sechs, sechs, zwei gelangt man in den Lagerraum. Okay. 8, 6, 6, 2. Storage. Buy Ticket. Dieser ausführliche Leitfaden, der speziell für neue Köpfe geschrieben wurde, die sich der Mondkolonie anschließen, bietet eine schrittweise Einführung in die Antwort auf die große Energiekrise. Als der einzige offizielle Leitfaden in den MPT enthält vom Mondstaub zum MPT alles, was Sie über den Abbau und die Produktion von Helium-3 wissen müssen, wie der Reaktor es in Energie umwandelt und wie der MPT diese Energie an die Erde überträgt. Okay. Nothing more here. CIC. Yes, claim the codes. They are free. Re-ensign codes.
I get the half of what you claim. What's this? Sarah Baker. Acht, sechs, sechs, zwei. Codecto Mundo. Reaktorkapazität bei 3%. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen irgendetwas übersehen haben. Wir haben das ganze System überprüft. Wenn wir keinen Weg reinfinden, ist die Erde verloren. Sarah, sie ist schon ein Ödland. Das weiß ich ja. Wir haben es versaut. Über Jahrhunderte. Aber der MPT erkauft uns die Zeit, mit der wir es wieder richten können. Das würde ich gern glauben. Wir alle glauben daran, Isaac. Deshalb gibt es die WSA. Oder was auch immer davon übrig ist. Was sagen wir den Menschen auf der Erde? Es sollte nicht so laufen. MacArthur hatte befohlen, das Helium in die Bahn zu laden und zu evakuieren. Er sagte, der Reaktor sei instabil. Und die Leute hörten auf ihn? Sie hörten auf ihre Befehle. Nicht alle vertrauten ihm. Es gab Widerstand. Die Lage eskalierte. Es gab Kämpfe. Sogar ein Zug verunglückte. Was war mit den ASEs? MacArthur setzte sie als Waffen ein. Er hat ihre Sicherungen überladen. Aber warum richtete er sie gegen unsere eigenen Leute? William MacArthur ist Pragmatiker. Vergiss das nie. Wenn er denkt, es geht um ein höheres Ziel, zuckt er nicht mit der Wimper. Das sagen wir ihnen also dann auf der Erde. Unsere Kollegen gaben ihr Leben für ein höheres Ziel. Was immer das ist. Now I understand. Now I understand what we have to do. Now I must back. No, I not must back. What? Let me think. Cannot go in here. You cannot go back here.
Okidoki. Now we're talking. Yay! Oh, massive raindrops. Kontrollzentrum, so. This looks not healthy. The flickering. Maybe I'll restart the game. This. The moon. Einst schienen die Ruhe. Loading, loading. No, the light is not flickering. Do not unplug.
Kapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein! Ich habe alles versucht. Alles, was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich! Moment, sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherung überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur an? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17b auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ich hab's! Wir sind drin! Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter! Reaktor fährt runter. Hat geklappt! Der Reaktor stabilisiert sich! Wir sind noch nicht fertig! Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken! MPT-Überladung. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren! Die Energie muss raus! Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Ah! Endlich Ruhe. Endlich. Der Reaktor, ist der sicher? Ja, aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Lass es dir schmecken, Xianlin. In Schorfer Carsten, hello, welcome. How are you doing? This is offline. Das alte Papier zeigt Skizzen und detaillierte Informationen über die MPT-Schüssel, die MPT-Batterie und den Fusionsreaktor. Lach, als wäre es ein Witz. Sie beobachten uns über die ASE. Siehst du die Zahlen? MacA sagte, der Reaktor wäre ausgefallen, aber alle Daten sehen gut aus. Fehler oder hat er gelogen? I had a good day. I was working. Only 6 hours and now I look if I can finish this game. We have to save the moon base. How was your day? Menschen müssen erfahren, benutze die Sprechanlage und lachen. Wasser wird uns töten, so weit wird er nicht gehen. Wir haben keine Wahl, du hast sie gehört, wir können den MPT nicht verlassen, wir können die Erde nicht im Stich lassen, wir müssen etwas tun, nimm das Mikrofon. Okay. What we can do? No other way. Eh? No other way.
Can we interact with this? No. Oh, wait. Diagnosis. MPT-Speicher nah an Überladung. Ziel nicht gefunden. Störung anpassen. Reaktor inaktiv. Helium-3 erforderlich. Zusätzliches Helium-3 aus dem Lager beschaffen. Lager öffnen. Okay. This was easy. This was the easy part. Heliumlager. You see dead bodies everywhere. Recharge the battery. Water. Nothing here. Dossiers, Sarah Baker, beruflicher Hintergrund Softwareentwicklung, Funktion Chefingenieurung, stationiert an Pearson Raumstation, Kolonistin seit 2048. Großpflichtbewusstsein, intelligent, erfinderisch, entschlossen, altruistische Einstellungen. Okay. Weil das Überleben der Menschheit auf den Spiel stand, überließ MacArthur nichts dem Zufall. Nachdem er in die ASE-Einheiten eine Hintertür eingebaut hatte, überwachte er die WSA-Kolonisten von seinem Beobachtungszentrum aus. Als es in Combo zu Unruhen kam, benutzte Arthur diese Hintertür, um Sicherung zu überladen und die ASE-Einheiten gegen ihren Anzug Besitzer zu benutzen. Okay. Cool.
Hey, wake up. Daniel, welcome. Thanks for the follow. That's 430. Close prediction. Elsewhere, yes. Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist Kühlwasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium dagelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Geh schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schau mir die Schäden weiter vorn an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da. Okay. Niki, etwas stimmt nicht. Bei der Menge an Mondgestein, die wir einsetzen müssen, wir viel mehr Helium-3 fördern, als das, was in unserer Tabelle angegeben ist. Es ist so, als ob ein Teil des Heliums nie registriert wird, aber das widerspricht jedem Protokoll, das ich kenne. Wieso würde der Lunarat das zulassen, Julia? Bei Julia, ich muss zugeben, dass die Zahlen nicht stimmen. Aber lass uns keine lieber alten Schlüsse ziehen. Dr. Johansen würde nie zulassen, dass irgendwas das Energiesignal des MPT gefährdet. Ihm ist die Erde zu wichtig. Er hat noch Familie dort unten. So wie die meisten von uns. Es ist sicher ein Missverständnis. Okay. What is this? FG, congratulations. Im Hangar, der entschieden war nach Helium 3.
Can we do something? Okay. Hey, wake up. Crypto Knight, welcome. Thanks for the follow. Im Laufe der Jahre wurden inoffiziell geringe Mengen an Helium-3 aus der Turmbauanlage an einen unbekannten Ort gebracht. Langsam aber stetig gesammelte der Lunarat eine beträchtliche Menge an Helium-3, um Treibstoff für die Outward-Reise zu haben. Als Turmbau evakuiert wurde und MacArthur die Ausrichtung des MPT in der Copernicus-Mondzentrale änderte, was zum Blackout führte, blieb nur eine geringe Menge an Helium-3 im Reaktor übrig, während Sarah und Isaac nicht gewesen. Als das Helium-3 zur Neige ging, hätte der Reaktor einen dauerhaften, irreparablen Schaden erlitten. Okay. Reaktor-Cooling, okay. Nein, doch. Oh. Another donation. Thank you, Erik. Thank you, thank you. Nein, doch. Oh. That's a yes. Louis is thanking you. Oh dang, I have seen a stream. Who are somebody was in this water? Okay, I think we go here. I have no idea what to do. Hey,
cannot switch here something. This is active, okay. Let's try my luck. Reboot. Systeme nicht in Sollzustand. What do you want from me, game? Hello, Herr Heil. Who are you? I don't know what to do. Dang. What we have to do?
Oh no! Oh. Yes! Success! I came from here? Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da! Bleib da! Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei! Wir haben drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah... Mit oder ohne NPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Du musst das verstehen. Ich muss los. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein! Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid, Kathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Faster. Nein. Sarah? Es ist okay. Ist okay. Nichts ist okay. So leid. So leid. Mörder! Alex. Das hier muss niemand sehen.
Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde, mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnet das Terminal zusätzliche ungewöhnliche Aktivitäten auf. Okay. Okidoki. We have power. What's this? Okay. But how we get out of here? Thank you.
Okay. But where we need this we have no clue. Phase 1, Evakuierung. Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite der Atombauanlage ab. Phase 1 ist in 6 Schritte unterteilt. Eine Fehlfunktion ist im Reaktor aufgetreten. Sammeln die Atombau-Mitarbeiter in ihrer Nähe. Widerstand kann mit Gewalt begegnet werden, wenn absolut notwendig. Thanks for posting the code, Herr Heil. Westliche Einheiten versammelt Mitarbeiter beim Helium-3-Lager, um alle verbleibenden Kanister der vorgesehenen Einschienenbahn zu laden. Wenn bereit, warten Sie auf die östliche Einheit. Östliche Einheit führt Mitarbeiter zu den Crewquartieren und lässt diese räumen. Persönliche Gegenstände bis auf ein Minimum beschränken. Nur notwendige Vorräte sind auf den Archen erlaubt. Wenn bereit, Bewegung zur westlichen Einheit. Verladen Sie die Mitarbeiter in die Einschienenbahn. Östliche Einheit begleitet diese zur Copernicus-Mondzentrale. Westliche Einheit teilt sich in Evakuierungscrews 1 und 2 auf. Crews 1 und 2 eskortieren Helium 3 zur Copernicus-Mondzentrale und evakuieren den Copernicus-Außenposten. Und das Reinhold-Stationspersonal. Sechstens, Phase 2 beginnt. Ungefähr 3 Stunden nach dem Turmbau, die Turmbau-Mitarbeiter in der Copernicus-Mondzentrale angekommen sind, auf MacArthurs Befehl. Östliche Einheit, Rückseite, Evakuierung 2, Planung von Outward verlangt, dass wir Copernicus aus Posten 1 jetzt verlassen. Kollateralschäden wurden wie befohlen behandelt, aber ein paar Opfer in den Crew-Quartieren sind nicht behoben. Bitte behandeln Sie diese mit Würde, Sie hatten Besseres verdient. Outward, wir treffen uns in der Copernicus-Mondzentrale. Evakuierungscrew 1. Okay. So, the next question is where we need the wagon. Can we activate something here? No. Maybe we only need the wagon to jump on it. Let's see.
Das ist eine Raumstation. Danke für die persönliche Malerei auf meinem Anzug. Ich liebe sie. Genieß meinen Teil der Vereinbarung. Es war nicht einfach zu finden. Sarah Baker, Chefingenieurin. Okay. What we can do here? Need to push the train, I think. But how we can push the train? Thank you for the 13th fuel. Very kind of you. Thank you, thank you, thank you. Oh, we can do this. This is for coming in, okay. FG, thanks for posting the code. Thank you, everybody claim the code, it's free, it don't cost you anything.
Okay, I cannot push it. What is this? How? That's a question. I think we need to push the... What's that? Dieses kaputte Rohr scheint Teil des Kühlsystems des Reaktors gewesen zu sein. Die von Rosa Lavert in ihrem Team in Huygens entwickelten Systeme erwiesen sich nicht nur als nützlich für die Kühlung des Reaktors, sondern bildeten die Grundlage einer sicheren und zuverlässigen Kryostase. Kolonisten, bei denen aufgrund von der Schwerkraft des Mondes schwere Muskel- und Skelettstörungen auftraten, wurde die Möglichkeit gegeben, in den Kryoschlaf einzutreten, um eine bessere Behandlung, bis eine bessere Verhandlung verfügbar ist. Okay. Can we do something with this? Fusionsreaktor, I think we have to push the train or something. I have a new idea. Maybe this item is double useful. Rutsch runter. Now I'm stuck with ideas. Remote Control anywhere?
Ah, now I see. Now I see. Nope. Des Kabels. Yay! Oh dang. One forest, one. What? No oxygen?
Oh no! Dang! What I have to do? I cannot work under pressure. What? Wait. I'm dead? I'm dead. Hello? What? Impossible. OMG. OMG. No way. A crazy jump in one game. Can I reach this? Yes, I can. Yes, we can. Here?
Crazy shit. Pull the trigger. I'm nearly dead. Come on. MPT-Überladung. Systemintegrität bei 50%. Los! Stop! Dang it! He's blacking out. Why? Don't black out. 19 seconds. Oh, dang. How I can manage this? MPT-Überladung. Systemintegrität bei 50%. MPT ausrichten, um Übertragung fortzusetzen und Druck abzulassen. Run, Forest, run! I know it's not going well. Go, go, go! Ding. Come on! Don't pass out! Don't pass out! Nope!
Achtung, pass out! No! Why? It looks I was successfully. Chefs, hello, welcome. How are you, my friend? Fortuna One, ist das... Ich glaube es nicht. Wir empfangen Energie. Na, der MPT überträgt. Alle Systeme laufen global. Thanks for the 50 T-Fuel, Chefs. Thank you. Almost dead. Umweltanalyse Teil 3, okay. How are you doing, Chefs?
I'm dying! No! The hero is successfully and dies peacefully. That's it. This is the end. Let's watch the end credits. And then we switch game. It was a great game. For the discount price, it was okay. Vestia 3 an Bodenkontrolle. Wir haben sie gefunden. Okay. Alex.
Das hier muss niemand sehen. Aber ich weiß, dass du es doch tust, William. Du bist da draußen. Du hörst uns zu. Ich will, dass du weißt. Wir kommen. So oder so, irgendwie. Kommen wir. Xianlin, GG, Epic Skin Pack. Okay, in the meantime, who the credits is rolling, I switch game title. Forgotten our sacred time.